Welche unantastbare Macht verbindet diese Menschen mit dem Kalifen? Führung auch zu folgen, dann, wenn man das nicht hat, dann kommt es ganz schnell zu einer Zerstreuung, es kommt zu kleineren Gruppen. Allah leitet und unterstützt den von ihm ausgewählten Khalifen bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Diese Unterstützung und der besondere Schutz sind der Grund dafür, dass der Khalif letzten Endes immer erfolgreich bleibt. Vonstatten gehen. Wir sollten uns hinter seine Worte stellen und das machen, was er uns sagt. Heute ist die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde die einzige Gemeinde, die die Institution des Khilafats nach dem Prinzip des Prophetentums hat. Mittlerweile leitet der fünfte Khalif des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, die Gemeinde, der uns ständig an unsere Pflichten gegenüber Allah und den Menschen aufmerksam macht, der sich ständig bemüht, die Lehren des Islams zu verbreiten und Frieden in der Welt zu schaffen. Und die Voraussetzung auch dafür, dass dieses Konzept der Einheit erhalten bleiben kann, ist, dass jeder einzelne Ahmadi in sich diese absolute Demut hat, zu verstehen, dass das, was von Rasul kommt, was von Khilafat kommt, dass das die Leitung ist. Und dass da auch eine Grenze dann da ist zur eigenen Meinung. Also die eigene Meinung ist wichtig, man sollte sie kommunizieren, man soll untereinander sich austauschen. Aber wenn dann etwas von Rasul kommt, möge Allah seine Hand stärken, dann ist der Schritt erreicht, wo man in sich selbst demütig genug sein muss, um zu erkennen, das ist eine Person, die ist von Allah geleitet, die hat Allah der Menschheit geschenkt, um diese Gemeinde zu einer Einheit zu führen. Und dann kann es nicht mehr sein, dass man auf seinem Standpunkt beharrt und letztendlich zur Zwietracht die Jamaat bringt, sondern dann stehen alle zurück, alle entfernen sich auch von ihrem eigenen Stolz, von ihrer eigenen Position und kooperieren in voller Demut und auch mit großer Leidenschaft für das, was von Rasul kommt. Das Khilafat ist eine große Huld Allahs. Doch wir können nur dann die Segnungen des Khilafats für uns gewinnen, wenn wir die Bedingungen des Glaubens und der guten Taten erfüllen und das Khilafat wertschätzen und davon profitieren. Yeah.